Hey, meine Rabauken, es ist wieder Zeit für eine Runde Trailmakers. Mal sehen, ob Elina sich heute den Sieg sichern kann. Wir sind auf einer Zweier-Win-Serie. Wir bauen heute ein Fahrzeug. Es gibt keine Voraussetzung. Die einzige Voraussetzung ist es, sie muss maximal viele Waffen besitzen. Mit dabei ist Austin Milinski, logischerweise. Hello, ich mache heute den größten Panzer der Welt. Aber aus dem Panzer, ja? Okay, gut, ich baue... Ja, okay, ein Auto mit Kanonen ist ja vom Prinzip her ein Panzer. Ich baue auch einen Panzer. Aber, ihr werdet das sehen, wie krass das am Ende ist. Es gibt wirklich maximal viele gepanzerte Sitze. Den brauchen wir safe, wenn wir hier richtig viele bauen. So, wie machen wir das? Wir müssen in alle Richtungen feuern. Wir müssen so ein Allround-Shooter sein. Versteht ihr das? Verstehst du das, Elina? Verstehe ich. Damit, das heißt, ich muss erstmal eine gewisse fette Plattform bauen, sage ich mal, die ausreichend viel Stabilität bietet, damit wir das Ding auch 100 Etagen bauen können. Ich sag's ganz ehrlich. Weißt du, das muss halt übelst stabil sein. Überleg mal, wenn du das... Also das muss Kann halt... Ich mehr absinken. 1, 2, 3, 4, 5. Das braucht auch safe mehr Reifen. Oder? 4 Reifen reicht doch da nicht. Das muss so wie so ein LKW. Das muss so mehrere Achsen haben, weißt du? Das muss riesig sein. Ja, natürlich. Leute, flankt auch den Like-Button an der Stelle. Hören wir mir auch sehr froh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, da fehlt einer. Oder wir machen hier einen weg. Bumm. So. Das ist unsere Grundplatte. Die kopieren wir jetzt einmal komplett. So. Habe ich alle? Ja. Kopieren. Perfekt. Kopieren. Mann. Dass er das da auch nicht. Meine Steuerung ist halt voll komisch. Oder die Lieder kommen wieder nicht klar, Alter. Weil kann ich jetzt hier nicht alles kopieren? Das wäre ja schon geiler eigentlich, oder? Diesmal mache ich einen Operator-Sitz. Ich müsste auch mal. Ups. Ein Operator? Ich weiß nicht mal, was das ist. Ja, wie so ein Transformer. Dass man nicht so drin sitzt, sondern so eher so mit seinen Armen so. Verstehe ich nicht. Ja. Aber du hast recht, das könnte man wirklich machen. Das mache ich, glaube ich, auch, dann ist man noch sicherer. So, nee, das gefällt mir nicht. Das soll ja hier hin. Hier dran soll das. Das wird so heftig aussehen am Ende. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, ich habe Angst, dass meins umkippt. So, nee, das muss viel größer. Das ist ja nix. Sag mal, gibt es eine Taste, womit ich alle Blöcke selektieren, also mehrere Blöcke auf einmal selektieren kann? Kannst du die? Hm? Ja, versuch die doch zu markieren. Ach so, mit der Maus. Ah! Oha! Jo! Danke. Jetzt die Reifen. Wir brauchen viele Reifen. Das wird krass. Und am besten auch ein bisschen größere Reifen, weil wir müssen ja nicht schnell sein. LKW-Reifen machen wir safe. Die sind falsch rum. Wir müssen ja nicht schnell sein. Die müssen eigentlich nur Stabilität bieten, sage ich ganz ehrlich. So, wir machen hier dieses Ding so. Und dann hier. So, die müssen mal lenken können, ne? Wissen wir? So, connected. Das kopieren wir. Das drehen wir. So. Auf die andere Seite damit. Aber es ist, glaube ich, der Reifen auch verkehrt. Warte, wie viel habe ich denn hier freigelassen? 1, 2, 3, da kommt die Lenkung. 1, 2, 3. Okay, das ist aber falsch. So. Passt. So, an die anderen kommt nur die normalen Reifen. Die müssen nicht lenkbar sein. Das haben wir jetzt dazugelernt. LKW, schepper mal. Passt das, wenn ich das jetzt hier... einfach so dran mache, weil das ist ja dann eins verschoben. Aber es geht auch ein bisschen auf Zeit hier, deswegen will ich mir jetzt auch nicht zu viel... Es geht auf Zeit? 1, 2, 1, 2. Ja, immer, Elina, bist du doof? 1, 2, 1, 2. Ja, okay, das ist jetzt nicht ganz so, aber bei einem LKW sind die Reifen ja auch nicht kontinuierlich. Weißt du das? Wie? Kontinuierlich was? Alter, hey, das ging ja perfekt. Okay, ja, also die sind nicht alle gleich voneinander entfernt, oder? Da quatsche ich jetzt gerade mit. Bumm! Manchmal nicht. So, fährt das Ding? Ich hab ja keinen Motor. Scheiße. Okay, Motor braucht noch. Der braucht mehrere Motoren safe auch, weil das Ding wird einfach, das wird auch halt das schwerste Fahrzeug sein, das wir wahrscheinlich bis jetzt gebaut haben. Das könnte auch eine geile Challenge sein, das schwerste Fahrzeug ever bauen. Yo. So. Ja, die kommen in die Mitte, die geben die höchste Stabilität. So. Wir machen mal 4. Das müsste erstmal reichen. So. Der eine Reifen hängt ein bisschen in der Luft, da seht ihr das? Ja. Okay. Gut, wir müssen doch die Reifen eins nach außen setzen. Das funktioniert. Funktioniert so leider nicht. Ich habe jetzt erstmal testhalber die anderen Reifen entfernt, weil ich muss halt auch ganz ehrlich sagen,
mit den anderen. Also mit mehr Reifen steuert sich das so scheiße, Alter. Ey, wir können aber größere Reifen nehmen. Warte, ich glaube, größere Reifen bringt es doch auch, oder? LKW-Reifen. LKW, wir haben schon die größten, Alter. Monster-Truck-Reifen. Sind die größer? Die habe ich. Oh ja, die sind größer. Das Monster-Truck nicht. Ich glaube, das ist geiler. Ey, die habe ich auch. Glaub mir das nicht. Ja, wir bauen ja auch quasi eine Monster-Truck. Verstehst du? Ein mit ganz vielen Knarren, Alter. Ich habe nicht mal angefangen, irgendeine Knarre zu platzieren, ne? Ich auch nicht. Oh, Mann, jetzt hatte ich's doch. Mach mal einen Test mal. Jetzt schieße ich mich ab. Nee, wartet. Jetzt schieße ich mich komplett selbst weg. Die entfernt, die habe ich nur zum Test erstmal gemacht. Die hätte direkt auf mein Cockpit geschossen, Alter. So, schieß mal. Oh ja. Das wird dich so wegschießen, Edina. Echt? Alter, aber hallo. Ups. Dass du das überhaupt in Frage stellst. Ja. Okay, wir markieren hier alles. Schön. Und dann kopieren wir alles nach oben. Und dann haben wir... Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 Kanonen. Hab ich alle markiert? So viel so. Hab ich noch nicht. 22. So, jetzt haben wir 44. Das sieht schon mal nach einer massiven Wand aus. Wir testen, ob das überhaupt so funktioniert. Alter, ich mach gar keinen Motor. Ich treibe mein Auto an durch Kanonen. Was? Ja, das geht auf jeden Fall. Ja, aber das ist mir ja noch nicht genug, lol. Alter. Das muss jetzt... Wie viel sind denn das? Was hat ich gesagt? 22, ne? Das sind 4. Das heißt, wir haben jetzt schon 88 Kanonen, Alter. Okay, jetzt müssen wir einfach ein paar dicke Oschis sehen. Wenn wir eine Wand fertig haben, können wir die einfach nach hinten kopieren. So. Okay. Warte, wenn ich jetzt so mache, müsste das doch... Ah, perfekt. Das ist das, was ich die ganze Zeit gesucht habe, diese Funktion. So, lösch mal. Perfekt. Jetzt den kopieren nach oben. Und wenn ich jetzt wieder so gucke... Wartet, nee. Clever. Wir kopieren jetzt den nochmal. Wenn ich jetzt so gucke, müsste der doch hier... Perfekt, Mann. So habe ich das doch gesucht. Zack, 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 zack. So, die ersten dicken Kaliber habe ich jetzt auch. So. Hör mal, Elina. Spitze die Ohren. Ja, warte, ich weiß nicht, ob ich das hören kann. Hast du schon gedrückt? Ich hör's! Hast du das gehört? Das war ein Schuss. Oh mein Gott, Alter. Wie viel Kanonen habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4. Achso, das sind ja die Hälfte nur. Oh, ist ja voll kompliziertes Mathe. Das könnt ihr mal ausrechnen. Hey, ich habe hier irgendeine Begrenzung. Komplexität des Fahrzeugs. Oha, wir sind begrenzt, Elina. Wieso? Glaube ich. Ich habe hier 500 von 700. Wir müssen taktische Änderungen vornehmen, leider. Wir können diese Komplexität... Ich werde eine Mod entwickeln lassen, sage ich, die diese Komplexität aufhebt. Das geht. Aber aktuell geht das jetzt leider auf die schnelle Welle nicht. Deswegen wir jetzt gucken müssen. Ich glaube, ein Block ist... Also es gibt verschiedene Blöcke wie Reifen, die, glaube ich, mehr Komplexität geben. Aber normalerweise ist ein Block eine Komplexität. Das heißt, wir müssen einfach schauen, dass wir möglichst... Nee, warte mal, hä? Ah, doch, ja, genau. Das müssen wir aber schauen, dass wir möglichst viele, wenig Blöcke benutzen, möglichst viele Blöcke löschen. Dazu machen wir erstmal unser Fahrzeug quadratisch, würde ich vorschlagen. Das war 11 lang, ne? Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, alles ab hier kann wäsch. Dann müssen wir leider auch unsere, also ja, wir müssen jetzt echt heftig einsparen, leider, scheiße. Wir müssen leider auch unseren Transformer, den wir bauen wollten, dann doch etwas, warum ist das jetzt plötzlich so hoch? Achso, ja, das da drunter war beim letzten Mal, ne? Genauso. So. Das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Uiuiui, ey. Wie viel Komplexität bist du? Wo steht denn das? Ja. Ah, ich bin gerade mal erst bei 400, Alter. Ja, du hast schon über die Hälfte. So, fährt sich das Ding jetzt noch? Das mal testen? Ja, da ist sie wieder, das Auto. Wir wollen aber nicht gucken. Wir sind sehr langsam, aber ist auch egal. Wir sparen Blöcke. Wahrscheinlich reichen... Nee, Motor verbraucht eh nur eins. Ne? Egal, einen nehmen wir auch mit, Alter. Verbrauchen die Reifen vielleicht unterschiedlich? Wieso können wir vielleicht auch noch einsparen? Lass mal was testen, Alter. Wir müssen jetzt hier wirklich schlau bauen. Und da bin ich kein Experte. Stachelrad ist auf... Okay. Okay, warte, wir haben Monster Truck. Ne, wir gucken. Hä, hey, gar nichts? Reifen verbrauchen gar nichts. Aju. Ah, doch, 10. Okay, 10, 10, 10. Aha. Und die normalen? Auch 10. Okay, das sparen wir leider nicht. Wir würden sparen, wenn wir nur 2 Reifen machen würden, so motorradmäßig. Das lasse ich lieber, ganz ehrlich.
Okay, na, was wir jetzt machen, wir haben das ja quadratisch, jetzt kopieren wir erstmal die ganze Geschichte. So, perfekt, genau. Dann löschen wir das hier. Wir löschen das hier. Wir müssen ein paar Sachen erstmal rauslöschen, genau. Und wir löschen diese Blöcke. Bumm. Und diese. Bumm. So, perfekt. Die können wir eigentlich auch löschen. Wir wollen nur die Kanonenwand transportieren. Da sind wir... Ey, ich habe noch nicht mal was an der Seite und ich bin schon bei 575. So, vielleicht hier an der Seite diese Atzen? Was haltet ihr davon? Hey Ben, ich bin schon ready, Alter. Wow. Mit allem. Ich bin noch nicht ready. Es wird halt safe, wer als erstes getroffen wird, den Shepard halt direkt aus der... Ist so. In den Ozean, glaube ich, oder so. Ist so. So, okay, haben eine Kanone. Ah, die braucht keinen Stein dahinter. Das spart mir natürlich extrem viel Komplexität. Weil wenn ich den jetzt da drauf setze, kriegt er dann, funktioniert er dann oder kriegt er Ausrufezeichen? Ah, der kriegt dann Ausrufezeichen. Okay. Und wenn ich jetzt da eine Wand dahinter setze? Nee. Muss die komplett dahinter sein? Oder geht das nicht, weil das auf dem Ding steht? Ja, okay. Schade. Ich glaube, das kriegen wir nicht so. Nee. Die aufeinander können wir leider nicht machen. Okay, aber ist gar kein Problem. Warte mal. Wie viel Komplexität habe ich denn jetzt überhaupt noch übrig, wenn ich die alle kopiere? So. Und dann drehen wir die. Genau. Ups, nee. Und dann platzieren wir die mal auf der anderen Seite. Weil dann, ja, okay, ich habe noch 100 übrig. Hast du, musst aber schon, also die 700 muss man halt schon aufgebraucht haben, ne? Oh, was? Das, hey, das geht ist doch, nicht mehr. Wie geht nicht mehr? Aber es ist doch logisch, da kannst du mehr Kanonen bauen. Ich weiß, wie ich es mache, ich weiß, wie ich es mache. Warum solltest du Punkte verschenken, Idina? Ja, sagen wir es mal so. Wo kein Platz mehr ist. Hä? Ich habe keinen Platz mehr. Ach so. Das ist voll kosteneffizient gebaut. Ich mache jetzt ein kannst natürlich auch noch verschiedene... Ich mache jetzt einen Skorpion hier. Skorpion? Du kannst natürlich auch noch verschiedene Sachen investieren in den Schutz, dass halt ein Schuss von mir, wenn der trifft, nicht direkt alles bei dir zerscheppert. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Also ich investiere nichts in Schutz, ich bin Angriff. Bist du ready für den Testschuss? Bin ready, Poppy. Ja! Ich schieß Quadro 360 Grad in alle Richtungen, ne? Ja, Mann. Okay, jetzt müssen wir aber ein bisschen hochbauen. Das ist natürlich leider jetzt nicht so geil. Kopieren. Ah, warte mal, wir können natürlich auch so machen. Oh, das ist vielleicht sogar klüger. Das gibt mir nämlich mehr Deckung. Ja, wir machen das so, safe. Und dann kopieren wir die einfach da auch nochmal drauf. Ja, die verbrauchen voll wenig, kann das sein? Ich will mich nicht beschweren, ne? Aber... So, okay. Ich glaube genau... Ja, dann verbrauche ich auch nicht genau 700. Wie viel hast du denn verbraucht? Wir müssen gleich gucken, damit es fair ist. Ich habe gerade mal 500. Hä? Ja, okay, das ist nicht mehr möglich, Elina, sage ich dir ganz ehrlich. Warte, aber ich kann dir noch ein bisschen was zuschustern. Pass auf. Ja, aber am meisten verbrauchen irgendwie Blöcke und gar nicht die Kanonen. Hey, wie schießen die denn? Lass mal testen. Kein Sitz frei. Du heilige Güte, Elina, ich habe keinen Sitz. Ah, doch. Ach du Heilige, was ist das? Oh, okay, wir haben leichte Probleme beim Antrieb, aber dann geht's. Nur wenn wir beschleunigen, glaube ich, ne? Okay. Ja, dann lassen wir die Stabilität vielleicht noch hinten. So ein leichtes Gewicht. Gewichtsblock 30 Kilo. Gerät für Auftriebskontrolle. Auftriebskraft. Okay, dann machen wir hier so ein mittleres Gewicht hinten hin, oder? So. Warte, der muss connected sein. So. Okay. Ist jetzt besser geworden? Kein bisschen. Jawohl. Ich bin fertig. Aber das Gewichtsding entferne ich wieder. Das hat mir ja gar nichts gebracht. Ja, weg damit. Ja, ich bin bei 680. Komm, das reicht. Alter, ich habe so kranken Stuff, Alter. Okay, warte, ich will das vorher speichern. Warte, wir gehen im Baumenü. Ich will das auf jeden Fall gespeichert haben. Für zukünftige Generationen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja. Oh mein Gott. Alter, du hast mich gehittet. Ich hab dich gehittet.
mich auch gehittet? Hat er mein Auto fertig mehr richtig? Alter, du hast mich volle Kanone gehittet. Alter, das ist der Skorpion. Alter. Hab ich dich auch gehittet? Ja, ich flieg durch die Luft. Alter, ich flieg auch gerade durch die Luft. Ich schieß einfach weiter. Okay, mein Auto ist völlig zerstört. Ich hab nur zwei Reifen verloren. Oha, du hast mich übelst rasiert. Oh, jetzt mein Auto fährt plötzlich. Ey, ich hab die Hupe freigeschaltet. Warum fährt mein Auto plötzlich so scheiße? Hey, Benny, ich flieg komplett durch die Luft. Ich brauch weniger Motor. Das ist zu viel Action hier oder so. Warte, entfernen. Weg mit dem Müll. Okay. Ups, Alter, das ist mir noch nie passiert. Meine Kabine fliegt durch den Schuss fünfmal so schnell wie mein Auto. Das habe ich jetzt hier hinten repariert. Ich komme jetzt gar nicht zu dir. Ja, dann, das eins ist viel krasser. Okay, wir kommen. Mit 70 km/h. Das fühlt sich an, als ob ich schleichen würde, Mann. Ach, du fliegst schon wieder durch die Luft. Habe ich dich auch getroffen? Ja, ja. Ja, nee, ich habe nur selber einmal geschossen und dann... Ich hätte die Kanonen höher bauen müssen, weil die haben eine Flugkurve. Und dann hitten die nicht. Scheiße. Das sind die Feinheiten, die man erst im Battle lernt, ich sag's euch. Hast du die auch höher gebaut? Ich hab einen Skorpionarm, Ben, Alter. Zeig mal, guck. Ich will mir das mal angucken. Ja. Alter! Nicht schießen. Alter! Ja. Was ist denn das für ein krankes Ding? Wow. Ja. Das sieht übel heftig aus. Mein Monster, Alter. Du Affe, Alter! Also, guck mal, die drei Bälle. Also, Power habe ich auch, wenn ich treffe. Alter, ich bin ausgewichen wie ein Ninja. Jetzt landen wir. Oh. Verdammt. Ich bin auf dem Rücken wieder. Das ist auch der Nachteil eines Kombions. Friss das wieder. Boom, 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 boom. Alter, du bist gespawnt. Ich hab dich direkt gespawnt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert auch gern den Kanal. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Bis morgen, euer Benson. Tschüss. Ciao.